Das Lämmchen brennt. Ich in meiner Konzentration. Ich muss mich jetzt auf wesentliche Dinge konzentrieren. Konzentrier was? Hier geht es nämlich erst ganz weit hoch, und dann geht es ganz weit runter. Super, und jetzt ist hier so ein komisches Vieh. So, da gehe ich aber noch nicht lang. Blöd ist, wenn den Aufzug auch andere benutzen können. Reicht nicht ganz. Guten Morgen. So. Wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn? Das ist eine andere Schlucht. Hallo, warum seid ihr da jetzt alleine? Ja. Warum? Oh. Wolltest du auch mit? Nö. Gut, dann nicht. Ich weiß gar nicht, wie du darum kommst. Nee, wo bist du denn? Soll ich nochmal abholen? Ich versuche den komischen Aufzug hochzukommen und krieg das nicht gebacken. Den, wo du zugebaut hast, vielleicht? Da oben ist Sand, wenn man den abschießt. Ich glaube, der fällt runter, wenn man ihn abschießt, ne? Ja, auf das Ding abzuschießen. Nee, fällt doch nicht. Hast du mich gemeint? Nee, das Skelett habe ich gemeint, da, wo gerade auf mich zurennt. Ich will hier Tageslicht machen, wie kann ich denn... Ich habe jetzt so einen Zerstörerdrang, ich glaube, ich reiße gleich die Höhle auseinander. Warum wollte ich jetzt mit Shift schneller laufen? Ach, ich hab das so. Ja, merkwürdig. Demnächst stehe ich an den Acer und versuche den Acer mit Shift den Abhang nicht runterzufallen. Das geht ja gar nicht. Nee, so, komm, ich muss doch irgendwo. Hier ist nur Kohle. Bist du am Häusle, Emi? Dann kann ich dich abholen. Ich bin am Häusle, ja. Hast du mich jetzt alleine gelassen? Ja. Hier ist fertig, Doc. Du brauchst ja nicht mehr abholen. Er ist fertig? Gut. Ja. War schon nicht in der Richtung, glaub ich. Doch, wir sind wieder richtig in der Sackgasse. So, ich bin hier nochmal eben oben. Guck mal, da stelle ich eine Fackel. Ich bin am Ende der Schlucht, ganz oben. Andy! Hat er mich gesehen? Nee. Ah, der rennt so schnell zu mir. Andy, bist du Freund oder Feind? Oh, ein Freund. Bibel, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Doc! Doc! Mach mal weg! Bibel. Du spielst aber auch ein bisschen mit deinem Leben. Warum? Genau neben Mr. Anderson bist du rausgekommen. So, jetzt aber. Mein Gott. Oh. Ich glaube, ich habe Tageslicht gesehen. Nachtlicht. Oh. Er hat mich gesehen. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Beetle an der Schlucht stehen aber schlecht, wenn Andy dabei ist. Andy ist gerade unten. Andy ist unten? Ja. Wo ist denn Watti eigentlich und Andy? Was machen die denn da? Ich stehe hier immer noch an der Zornwurzel. Ich hab Angst. Ich hab mal ein bisschen Tag gemacht. So. Boah, wenn man da von draußen reinfällt, ich glaube, dann hast du aber auch verloren. Wohl. Hm. Warte mal, ich will das da unten mal irgendwie sicher machen, nicht, dass wir da irgendwann wirklich reinfallen. Der ist weg. Das kannst du annehmen, wenn er im Dienst ist, nee, dann... Jetzt fragt sich der kundige Minecrafter, was macht er da eigentlich?
frage ich mich auch. Der hat einfach losgebuddelt. Der buddelt einfach drauf los. Ich wollte nur das ein bisschen sicher machen, dass wenn man da tatsächlich mal von oben runterfällt, vielleicht noch ins Wasser plumpst. Kannst du mal gucken, ob du den irgendwo mal wieder siehst. Ja, aber ja. Im Moment, ich komme mal zurück. Das letzte Mal, wo ich versucht habe, das war allerdings ein anderes Spiel, wo runter zu springen im Wasserfall, habe ich genau das Fleckchen erwischt, wo kein Wasser mehr war. Ja, das ist Bienenfreund. Ich wollte eigentlich ins Wasser. So, Amy, wir kommen nochmal zurück. Wenn ich weg bin, doch, lass mich nicht alleine. Hä? War das da? Oh, hier geht's ja auch noch lang. Oh, Matti spricht nicht mehr mit uns. Der ist völlig, das ist der Schaum vor dem Mund. Der ist. Mine! Arbeiten, ne? Heiho, heiho, sind wir wieder froh. Lalalalalalala. Der brauchte erstmal drei Fackeln, bis er realisiert hat, dass ich Fackeln hinter ihm stelle. Ich kann mich nicht mit Kleinigkeiten beschäftigen. Naja, ist ja. Ach so. Vielleicht mal hier bei dem. Kannst die Kohle abbauen? Ja, ich wollte sagen, möchte mal bei dem unwichtigen schwarzen Zeug helfen. Ja. Weil ich habe schon ein paar Stacks, ich bin nämlich schon eigentlich schon voll. Ja, ich sehe das schon. Ich sammle den ganzen Dreck gerade auf. Ich laufe hinter dir her und mache plopp, 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 plopp. Ihr grabt in eine Richtung, richtig? Matti gräbt. Ich weiß nicht, der gräbt parallel zur Schlucht, aber lass ihn mal graben. Nein, ich grabe nicht parallel zur Schlucht. Ja, doch, im Moment schon eigentlich. Mhm. Das ist wieder, ja. Oh Mann, ja, hier links ist auch jede Menge Kohle, Amy. Mhm. Ja. Kannst du aber vielleicht mal nach rechts abbiegen? Hab ich doch schon. Achso. Hier ist Eisen. Oh, Lapis. Ich kann mal zum Haus zurück. Jetzt hab ich nur noch eine Hacke. Machen wir jetzt meinen wohlverdienten Diamantbogen. Diamantbogen. Ja, ich mache mir jetzt einen Diamantbogen. Echt jetzt? Diamantenbogen? So auf dem Spinnenweben. Nee, das geht ja gar nicht. Also. Das weiß Amy ja noch nicht. Ich habe mich halt gerade verlabert, habe ich mich. So. Ich hab mich verlabert. Du musst dich verlabern. Amy. Ah. Er ist auf eine Höhle. Auf eine Höhle. Sag mal, weiß neben welcher Schlucht die graben. Also ich sehe sie nicht. Jede Menge Eisen da unten, ganz viel Lava. Warst du schon unten? Nee. Na dann. Aber Amy ist ja voll nach oben. Amy, was machst du? Ich bin runtergefallen, wie immer. Gut, hab ich gesehen. Jetzt ist er runtergefallen. Gerade schon mal anders erlaubt. Okay. Da war ein Krebermann. Das ist nicht mehr den Namen. Hm? Guck mal, hier ist noch dunkel. Ja, hier ist es eindeutig dunkel. Au! Da war ich schon. Da hängt mal die ganze Lava. Viele Rohstoffe hier. Tuck, wie seht ihr denn? Ich finde die auch nicht. Na, wie finden wir denn das? Oh, Besuch. Oh. Du hast ihn gerade hinaus begleitet, glaube ich. Oh. Das war unbeabsichtigt. Natürlich, natürlich. Vielleicht sollten wir einfach noch eine andere Höhle aufsuchen. Haben wir doch schon. Hä? Das ist so rechteckig hier, ihr könnt sparen. Ach, du bist doof. Ja, ist Tatsache. Es reicht auch ganz viel hier. Bleib trotzdem dabei.
Bei Überzeugung darf man von seiner Meinung nicht abweichen. Nein, nein. Aber ich habe noch keine Ahnung, wo die sind. Also neue Kammern habe ich mal wieder gefunden hier. A-Bär. Nicht, Gibt's auch einen B-Bär? Ja, es gibt auch einen Ameisenbär. Oh, oh. Ich will nicht stören, die Damen. Was machen die denn da? Ein Zombie und ein Gräbermann. Machen die aber was. Bestimmt ein Spawner, da kommen ganz viele runter. Ich bin in der großen Schlucht wieder ganz unten. Ich wollte mal gucken, ob ich hier unten irgendwie Anzeichen von Lemmy und Watti sehe. Also wenn das Amy und Watti ist hier, dann ist, hat Amy ein paar Beine gekriegt und Watti... Sie macht hier höchstens Beine, ja. Ich weiß nicht. Ich finde hier nichts. Ich hab einfach mal... Bestimmt da mal. Der Watti macht das ganz pragmatisch. Da oben könnte was sein. Bup, hat ja da mal eben eine Treppe hingebaut. Spricht er nur mit dir? Der spricht nur mit mir, ja. Ich glaube, du musst dich umdrehen. Wer hat hier Karotten fallen lassen? Da sind sie. Ach, hier sind Pidel. Dann kriege ich jetzt jede Seite so. Ich behaupte, warte mal, komm mal mit. Er war vorhin hier. Komm mit. Vielleicht sind sie noch in der gleichen Richtung. Bist du klar, Ratti? Jo, alles im Griff. Gut. Ja. Da hat dieses. Hier ist eine kleine. Das war knapp. Nee, eigentlich nicht. Ratti? Ja. Alles klar. War nur ein Creeper. Hier? Nee. Aber das hier oben ist eine Sackgasse. Wo seid ihr denn? Oh, da ist das hier war Emma. Was ist hier denn war Emma? Also ich kann mir sagen, dass wir vorhin definitiv hier mal waren. So. Da fallen Erfahrungspopel runter. Hier vielleicht? Guck mal hier. Hm, ist das nicht von mir? Ja, klar. Ja, ich glaube, das war von mir. Komm. Gehen wir einfach auch irgendwo hier hin. Von hier oben. Ich weiß nur nicht wohin. Bin gerade ein wenig verwirrt. Hey Schatz, was willst du denn? Die finden hier. Au. Hinter dir, Ratti, hinter dir. Die waren hier. Was ist da hinten gegraben? Nächste geht sich weiter Sackgasse. Hier, Ratti. Achso, du hast ja. Rennt einfach wieder weg. Vielleicht. Da ist nix. Da hinten geht's mal bei mir da auf kommt. Der Seite weiter. Ja, dann kommen wir vorhin gerade hoch. Nicht. Also. Hä? Die waren wir doch gerade, Beagle. Ja, ich weiß. Wo bist du? Nee, hier hinten. Komm, wir gehen jetzt einfach in eine Richtung und gucken mal, ob wir das was kriegen. Warte mal eben hier. Die beiden wollen ja nicht mehr. Wir wollen immer. Hier ist nur so viel. Ach so. Wir Massen an Rohstoff. Aber wo seid ihr denn? Na hier. Das ist eine geheime Höhle. Ah. Siehst du, das meine ich. Ja, ja. Rennt er an mir vorbei und will dir einen Kragen? Das ist zu fassen. Ihr müsst einfach nur Wattis Weg folgen. Ja, welchen denn? Ja, den langen. Ach, den hier? Oh. Den langen Weg. Wie? Guck mal, war was ist hier gegenüber von der Tür drin? Ja. Das ist so offensichtlich, das kann ja eigentlich nur richtig sein. Hier war der Treppenaufgang, ne? Parallel zur Mine. Das ja, ist nee, quer. Ist klar. Gegenüber von der Tür wäre es gewesen. Jetzt wäre ich parallel? Jetzt parallel. Huch, hier brummt irgendwas. Biel, hast du Hunger? Ja. Hier wird's laut. Irgendwo. Ja, jetzt. Ich würde sagen, da.
Ich muss grad brummen. Oder ist das wieder die Schlucht, die ich hier höre? Nee, hier wird's wieder leiser. Prima, da kam jetzt Lava her. Kack. So, gleich ist meine letzte Hacke kaputt. Weißt du, jetzt habe ich auch keine Werkzeugkiste dabei. Das ist der alte Gang, ne? Gut, das war sehr aufschlussreich. Da oben ist was. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Wie? Ich höre hier ganz laut. Hier ist ein großer Raum. Da war hier gar nicht verkehrt. Oh, also, au! Das war zum Glück nur ein Stein. Nicht so schlimm. Oh, nicht so schlimm, war nur ein Stein am Kopf. Diamanten. Biedel. Ja. Das ist halt lustig. Ja, sind wir. Ja, sind sie. Lalala. Hier ist ein Sackgässchen. Komm, wir suchen sie nochmal. Den Weg wieder. Hier geht's wieder groß weiter, oder wie? So, wo sind wir denn? Hast du gekommen? Hier gerade gefackelt? Ja. Nicht. Bist du? Achso, wieder zurück. Wir suchen jetzt mal. Wann sind wir von unten gekommen? Ja. Andersrum, ne? Hier. Hier? Oder? Sind aber ganz überschaubare nur 4 Stück. Ja. Ja, auch weil wir in der Sichtweite rumlaufen. Hier? Jetzt muss ich. Uah! Bin voll rausgefallen. Geil. Das war ja ein schöner Abgang. Toll, war die, hast einen schönen Weg gebaut. So, mal gut, dass sie keine Lava war. Deswegen sind wir jetzt hier. Alter, Finne. Ja, klatsch. Fand ich gut. So, wo spielen? Jetzt weiß ich schon, wie ich die Folge nennen kann. Wow, klatsch oder was? Nee, ein klasse Abgang. Guck mal hier bitte. Open Kartoffeln. Was ist das da oben? Habt ihr das gebaut? Hier, Biedel. Hier. Wisst ihr eigentlich, dass wir nie mehr nach Hause finden? Ja. Ich hab einen Kompass in der Tasche. Na, super. 2 Kompass. Bist du ja nicht richtig. 2 Kompasse. Ist das dein Kompen? Kompen oder Kompassisse? 2 Kompen. 2 Kompen. Es ist wieder Biedeldeutsch, richtig? Ach, Matti, warum kannst du denn so was nicht mal totlegen? Was denn? Ups. Was hast du denn? Ich mag sowas hier nicht. Warum? Tut dir doch nichts. Ja, ich weiß, spendet Licht, ist aber ein bisschen warm. Ich bin nicht so der Saunatyp. Ist hier noch eine Schlucht? Warum sind die da? Erzählen wir noch von der Schlucht. Was wissen die da? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich wollte gerade fragen, wo sind denn unsere beiden Grubenamateure? Wusste denn doch? Müssen wir die bitte retten?
Ich habe gerade die Skeletor-Familie hier gehabt. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Super. Das sind die richtigen Gefährten. Weißt du, wir laufen 2 Meter hin. Da sind sie ja. 2 Sekunden später. Hab mich verlaufen. Hier ein Kult an der Decke, das nehme ich mal gerade mit. Wo bist du denn da hochgekommen, wer auch immer das ist? Was ist denn das? Ah, hallo! Amy! Das ist Beedle, dann war doch da oben irgendwo. Was machst du da unten, Doc? Ach, hier ist nur eine Höhle noch. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin geflogen? Nee, warte mal. Oh, Beedle. Was? Kannst du mich mal fucken? Von hier bin ich gekommen. Nicht hoch, runter, hoch. Doc ist oben. Ja, dann komm doch. So, jetzt bin ich Babati. Gut. So. Ach, hier bist du. Da ist Bedrock. Ein Bettgestein ist da. Wer möchte den Lapis mitnehmen? Bettgestein? Hab ich das verpasst irgendwie? Grundgestein. Ach so. Oh mein Gott. Sieht aus wie ganz viele Bette. Sag mal, Vati, machst du nur halbe Arbeit? Du sammelst doch ein, ich helfe dir doch nur beim Abklopfen. Ja, warum hilfst du mir dann nicht weiter? Lass mich den Rest hier alleine püddeln. Das wäre eine Pflaume. Jetzt brauchst du auch nicht mehr, dann kann es recht. Der blöde auf, dann wieder. Ja, eine Sackgasse. Was kann man da vorne oben einer das Wasser dann machen? Hier geht's nicht weiter. Mach doch mal eine Probebohrung. Probebohrung? Vati hat da gerne mal so eine Schlucht. Ich höre eine Fledermaus. Wo ist eigentlich Beedle? Ach so, na dann ist gut. Dann ist alles in Ordnung. Eben habe ich euch noch nicht gesehen. So schnell kann das nicht wieder. So schnell läuft das hier. So, warte mal, ich gehe gerade nochmal ins Dunkle. Hallo. Wir sind hier. Wenn ich Beedle jetzt wieder abhole, sind die anderen beiden wieder weg. Natürlich. Weil irgendeiner stößt wieder auf irgendeine Schlucht und dann ist es vorbei. Hallo? Hier! Wo? Oh. Wir sind hier. Da hier unten. Nee. Nee, oben. Bist du in der Schlucht? Hallo? Ja, komm doch mal. Gut, Spiel, wir stehen hier. Wer weiß denn? Eben schon mal. Der Professor ist wieder unterwegs. Hat ihr erstmal gefunden? Mhm. Eisen. Mhm. Ja, oben Professor habe ich eingesammelt. Hast du aber Platz gehabt? Oh, ich habe ein bisschen Platz. So. Die sind da schon wieder in die Ferne gerückt. So, ich habe keine Angst mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe es gerade. Ich war gerade auf der anderen Seite. Kann ich nur noch einsammeln. Ging es aber auch nicht weiter. Nicht so eilig. Lass mich erstmal klopfen. Wir haben immer noch keine Mine gefunden. Das ist schon ein bisschen fatal. Das ist echt ätzend. Glaub ich dir. Ich hab diese neuen Diamanten, ne? Die habe ich jetzt in die Kiste gepackt. Die Kiste finden wir dann nie wieder. Mhm. Es sind doch nur schon. Noch 3. Meine 3 liegen noch drin. Nee, meine 3. Nee, deine 3. Danke. Deine 3 habe ich. Aha. Oh, hier ist was. Ja, hier eine Schlucht. Ja, was röcheln. Rutsch doch mal ein Stück. Wir finden nie wieder zurück. Ich glaube, wir sind gerade zurück. Nee. Oder? Nee. Wir sind nicht zurück. Au, man hat doch irgendwie abgesichert. Hier sind noch überall Fackeln. Aber hier sind
Ja. Hier muss irgendwo was sein, Amy. Jetzt müssen wir mal nach links und nach rechts gleich mal. Doch, das ist die Schlucht. Nee. Hören Zombie. Ich höre auch irgendwas röcheln. Ja, hier ist die Kiste irgendwo, glaube ich. Nee. Ganz hinten irgendwo? Ja. Hast du noch? Doch. Ja. Aber wo? Ist die Schlucht. Wir sollen in alle Richtungen gehen. So leise ist das nicht. Ja, super. Ich jetzt sehe ich langsam aber gar nicht mehr durch. Das sehe ich gar nicht. Vielleicht sollten wir wirklich mal ein anderes Konstrukt aufsuchen. Ich würde mal sagen, wir gehen langsam mal zurück. Ja. Wir haben schon 9:30. Ja. Es wird lauter. Komm, wir holen sie nochmal ab. Moment. Ich weiß nicht, wo wir herkamen. Hörst du noch was? Da. Aber es wird leider wieder. Wo war denn das jetzt? Hier. Ah, oben. Hier ist war das. Runtergeflogen. Ich weiß, hier. Wir haben schon wieder keine Mine gefunden. Mann, Mann, Mann.